Also ich glaube, wenn man den Trail rauftritt, dann dauert es 20 Minuten, also ohne Motor. Schauen wir uns das so mal an. Also, vielleicht bis gleich. So Leute, das erste Mal für mich Uphill Flow. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was das bedeutet. Ich fahre natürlich standesgemäß, dass ich irgendwie so ein Bosch-Sponsoring hier hat. Mit dem Powerfly. Bosch Performance CX Motor. Bodenpark. Nee. Ich nehme euch jetzt hier mal mit. Zeige euch mal ein paar Sachen. Weil ich selber eben auch noch nicht kenne. Und ist das eine Strecke? Schaut eigentlich so aus. Ja, hier fehlt vielleicht noch das ein oder andere Schild. Im Vorfeld habe ich mich schon etwas informiert. Und zwar gibt es hier auch immer ein paar Abzweigungen. Und zwar mal schwarz und mal rot anscheinend. Ich versuche, die schwarzen Sachen mal mitzunehmen. Ich kenne das Ganze noch nicht. Bei dem her funktioniert wahrscheinlich nicht alles. Aber ja, mal gucken. Ich fahre im Modus E-MTB, eigentlich wie immer. Und hier sieht man schon, da sind überall Schilder für Bogenparcours. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass man dann irgendwie runtergeschossen wird. Hier schon mal eine kleine Spitzkehre, ein Wheelie raus. Ja, das macht aber schon Bock. Yeah. Falls man das nicht sieht, ich fahre eigentlich fast nur im Sitzen. Schon der nächste. Ja, macht eigentlich ganz gut Spaß. Ich bin mal gespannt, wie lange das man hier dann drauf fährt. Ich habe schon gehört mit den Enduros, da hat es 20 Minuten. Ein steiles Stück. Hallo. Komm mal links. Ja, fast. Puh. 158er Puls. Jawohl. Da geht was. Gestern bei der Enduro-Tour war der nicht so hoch. Das ist schon interessant, wie unterschiedlich das ist. Das E-Bike fahren geht hier direkt auf Herz-Kreislauf, weniger auf Kraft. Und beim Enduro-Fahren brennen mir hauptsächlich immer die Oberschenkel. Aber das hat man fast gar nicht. Jawohl! Sliding! Und weiter geht's. Bisher habe ich noch nichts Schwarzes gesehen. Vielleicht bin ich auch dran vorbei. Beim zweiten Mal hochfahren habe ich doch noch was gefunden. Schauen wir uns doch gleich mal an. Jo, 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 jo. Schön mit Gefühl. Kraft aufs Hinterrad. Und zack. Okay. Puh.
Zum Aufwärmen geht auch gut. Puls. Ah, gerade viel Messung. Oder auch gar nichts. Ah, rot. Sehr schön. Ah ja. Dann. Naja, nette Idee. War ein bisschen technischer. So wie das aktuell aussieht, kann man hier auf jeden Fall anfangen. Im E-Bike-Business auch ganz gut fahren. Das ist eigentlich eher ähnlich wie der Flow Country. Das heißt, rot. Rot. Sieht schon steil aus. Ach so. Das ist eine normale Abkürzung. Na dann. Naja. Ein bisschen steiler halt, ne? Spitzkehre. Muss man immer aufpassen, dass das Vorderrad nicht zu früh abhebt. Aber kann man dann immer gut einen Wheelie ziehen. Ja, schön. Chillig. Ja, wieder was Schwieriges. Komm! Nein! Beim nächsten Mal vielleicht. Pfeil geht nach links. Ah ja. Hätte doch nicht gleich den Full Face aufsetzen sollen. Alter Schwede. Kurve! Ich müsste eigentlich gleich haben. Jawohl. Geil. Nein. Technisch. Jo. Mein Dämpfer ist übrigens gerade in der Trail-Position, also nicht gesperrt. Das ist ganz angenehm. Hier kann man sogar richtig in die Kurven, in die Schrägwand fahren. Das ist eigentlich ganz cool. Weil man dann zeitgleich mal treten kann. So, ich bin jetzt so 10 Minuten unterwegs. Yeah. Leider muss ich sagen, das macht mehr Bock, wie unten am Lift anzustehen. Und es ist nichts los. Willi! Aber mit Überholen wird es hier schwierig. Puh.
Ah, kurz mal ab, sorry. Ganz schön eng. Ah, das Coole übrigens, keine Bremswellen. Endlich. Oh, ich bin gleich da. Top. Tada. 11 Minuten. Schneller als der Lift. Sehr gut. So, dann geht's runter.